auf Schwingungsentkopplung, da geht es auch nicht um angenehmes Fahrgefühl, da geht es nur um Speed. Und der liegt jetzt an und Warte Haas setzt sich auf die zweite Position. Während Martin Samuel auf und davon Arjen Buhle sehr gut verkauft. Ja, ein bisschen zu harmlos agiert. Ich glaube, der hat einfach Angst. Ich wollte schon das Auto. Denn wie Borny zieht er auch noch an ihm vorbei. Aber vorne ganz klar Martin Samuel, dann Buhle, dann wie Borny, dann Warte Haas. Und dann müsste das auf dem nächsten Platz schon die Grit Hennersdorf sein. Ja, Grit Hennersdorf jetzt hinter Warte Haas. So sieht's aus. Genau. Da sind sie auf jeden Fall alle noch dabei. Der war gestern dann doch eher zurückhaltend unterwegs. Das hat er abgelegt. Denn dieses Überholmanöver gerade bei Arjen Buhle, das hat schon ein bisschen was gekündigt. Aber vorne Martin Samuel, alles in Ordnung bei ihm mit seinem wunderschönen Skoda Fabia MK2. Wie gesagt, die Borny will zu leider nicht sehen, der fährt einen MK3, also das aktuellste Modell, was wieder ein bisschen kantiger geworden ist. An deiner Stelle jetzt entweder ganz schnell raus oder im Auto sitzen bleiben. Nein, nein, da ist sie raus und die Feuerwehrjungs, die helfen dir natürlich in jeder Situation. Natürlich, so gehört sich das. Ja, läuft nicht so ganz, nachdem es gut angefangen hat am Wochenende. So, Martin Samuel kommt jetzt bald schon ans Überrunden. Da ist nämlich Janik, der macht aber einen Platz, da gibt es auch noch einen Schlag. Ja, glaube ich aber auch nicht. So, da kommt die Spitze und Martin Samuel, das prophezeie ich jetzt mal, fährt seinen zweiten Laufsieg ein, der Tscheche. Gut gemacht. Aber Autocross Seelow, der hat er irgendwas gefunden an seinem Auto oder an sich selber. Der ist nicht mehr wiederzuerkennen und ist, wie ich gesagt habe, mit einer gesunden Aggressivität hier locker vorgefahren auf Platz 2.